Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück bei Black Mirror 1. Ja, oh, ah, wow, Kater. Gerade saß er mir noch auf dem Schoß, kaum fange ich hier an, springt er auf. Ja, wir sind noch in der Bar, beziehungsweise hier bei Tom in der alten Bar. Oder ist das. Der ist ja nicht Inhaber, ne? Der liebe Tom. Tom? Hallo? Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Also ich glaube, der Barkeeper, ne? Der. Ach, der hat ja stimmt. Tom hat ja Schulden. Wie hieß denn jetzt der Barkeeper nochmal? Sind die irgendwie verwandt oder so? Das würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Ja, okay. Naja, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Aber was soll's. Ja, der wird nicht mit dem Harry hier verwandt sein. Ich frage mich gerade, wie Tom hier an die Bar gekommen ist. Später halt. Hi, Harry. Oder Harry. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Das würde ich Tatsache gerne. Und zwar die Schulden von Tom halt. Ist ja logisch. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Aber wieso ist das denn meine Schuld? Ist doch Blödsinn. Ja, gut. Ach, ich meine, der Sam hat's ja wahrscheinlich. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Über 17 Pfund regen die sich jetzt so Tja, auf? ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also, wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. 17 Pfund, das ist nichts. Das ist gar nichts. Wer regt sich denn über 17 Pfund auf? Wenn man anschreiben lässt, dann dreht sich's doch meist immer um größere Summen. 17. Pfuh. Komm, Tom. Hier, das ist beglichen. Oh, Sie sind's schon wieder. Ja. Deine Schulden. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung, ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich höre. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat. Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? An sich nichts, wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Aha, danke. Die Kirche in Wormhill, wird er meinen. Mark? Aus Neugierde. Wie aus Neugierde? Was denn? Erstmal er. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie es beim alten Murray oder bei Dr. Herman. Er arbeitet gelegentlich für beide. Okay. Ich glaube, Robert, du auch, du hattest das geschrieben, dass eventuell Mark der Totengräber sein könnte. Hier ist deine Antwort. Nein. Sie sind zwei verschiedene Personen. Gut. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wer dieser Mark ist. Und aus Wie Neugierde. geht's denn so? Noch? Kann nicht klagen. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Ja gut, über Bobby hat er uns jetzt aber auch irgendwie nichts erzählt.
Herr Harry, wahrscheinlich nichts mehr. Gibt's was Neues, Harry? Nichts Besonderes. Ich komme später wieder. Bis dann, Mr. Gordon. Wie lange das manchmal dauert hier, ne? Ich sag ja Bates, so. Ach, schön. Salzstreuer, irgendwie Pfeffer oder so? Nö. Ich hab bestimmt was vergessen. In die Sache an, habe ich was vergessen? Ah, Vorführeffekt. Und das ist der kleine Weg, ne? Oh, Mann. Er mag Schokolade. Woher weißt du das denn jetzt? Hat er das gesagt? Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Die hingen hier tatsächlich auch schon vorher. Ja, Fan, du hast recht. Bloß Wäsche. Bloß Wäsche. Ansonsten bleibt alles beim alten. Speiseplan ist noch da. Das Schild. Oh, Fässer. Hier hinten ist was. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie sind auf jeden Fall noch voller Bier. Bier, sagst du? Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. Okay, wo macht er den? Also wo? Ich meine, brennen tut man ja beim Bier nicht, aber lagern. KDM. Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Das stellt die also woanders her. Ja gut. Mal hier unser schlaues Dingens anmachen. Hier ist die Brücke. Ja, alles wie beim alten auch. Wie cool. Hier ist später der Dock drinnen. Leihhaus. Das war doch eigentlich später das Museum, ne? Müll. Steckkahn. Hier gibt es ganz schön viel. Eingang. Ich glaube, wir haben auch erstmal die nächste Zeit ein bisschen was zu tun. Es hat mehrere kleine Löcher. Vermutlich wird es nicht mehr benutzt. Stimmt, ne? Da ist Wasser drin. Es hat mehrere kleine... Okay. Vermutlich wird... Rechtsklick? Nein, nichts. Ich mache das jetzt immer mit bei hier. Am Seil ist nichts. Schauen wir uns mal den Trash hier hinten an. Alte Pappkartons, feucht vom Regen. Hier wirft Murray vermutlich alles weg, was er nicht mehr braucht. Ah, Murrays Pawnshop. Murrays Leihhaus. Nein, der hat der... hat der echt mal einen Leihshop gehabt? Oh, grüne Neune. Die Tür ist abgeschlossen. Och, Murray. Auf dem Schild steht... Bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt. Ja, bei Murray weiß man das nie. Das ist halt das Lustige. In Black Mirror 1 wird mit der Zeit gespielt, ne? Und ihr kennt Adventures. Es gibt halt keine Zeit. Genauso wie der Postbote um 17 Uhr halt in Black Mirror erscheinen will. Es geht nicht. Du musst halt eine bestimmte Reihenfolge erledigen. Oh Mann. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Ich glaube, aufgrund erst dieser Geschichte hier, ne, die von Black Mirror 1, beschließt denn Murray einfach so ein Jäger zu werden, ne, auf irgendwelche Geheimnisse und... Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Schade. Der hätte uns vielleicht helfen können. Können wir trotzdem rein? Ich habe keine Ahnung, wer heute das Haus der Davesons bewohnt. Ich auch nicht. Vielleicht die Familie von Vic, ne? Also Miss Welly und so, also Welly. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. So, Sam, wie spät haben wir denn? 2:10. Die Uhr geht falsch. Wahrscheinlich funktioniert sie überhaupt nicht. Toll. Die Uhr geht falsch. Und wie spät ist es, Sam? Sie ist defekt. Ach, Mann. Ich darf diesen Postboten auch einfach nicht verpassen. Was uns nicht passieren wird.
Was ist hier? Privathaus. Hallo? Es macht niemand auf. Niemand? So absolut gar keiner? Komm, probieren wir nochmal. Die Tür ist abgeschlossen. Ah. Also auch verschlossen? Irgendwas mit Rechtsklick? Nee. Das Gebäude ist jetzt auch weg. Da ist der Pub. Was haben wir hier? Willow Creek verlassen. Okay. Und die Schaufenster halt eben. Vielleicht irgendwas mit Rechtsklick. Hier. Oh, verdammt. Nein, ich wollte es nicht. Entschuldige. Oh nein, jetzt ist es weg. Es tut mir leid. Ich will noch nicht gehen. Ich dachte vielleicht jetzt die Kirche von Wormhill besuchen. War das nicht irgendwie vielleicht ein Plan? Nee, ich glaube, wir müssen hier wieder rüberlaufen. Der kleine Weg, der mag Schokolade. Tja, seltsames Objekt. Vielleicht, ich hätte gerne auch mal die Fotos noch mal so ein bisschen rumgezeigt. Ein Weg? Das Leihhaus. Vic, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja, der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Wieso weißt du denn das jetzt, Sam? Das ist jetzt merkwürdig. Das verdammt! Was war das? Was ist das hier? Vic! Ein Ball? Vic! Ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst. Warte nur, bis ich dich erwische. Ich hau dich windelweich. Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Ist aber jetzt auch mal ein Problem weniger. Ist doch auch gar nicht schlecht. Ach, Vic, verdammte Achse. Muss ich noch mal kurz in den Pub rein? Vielleicht wissen die beiden auch, wo Murray ist. Als wäre nichts gewesen, ne? Der liebe Harry. Die Fenster sind alle... Wahrscheinlich ist das hier kaputt. Weiß ich nicht. Hey, Tom. Hallo, Sir. Wollen Sie sich dazusetzen? Nö. Nein, ich kann wirklich nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin es gewohnt, allein zu trinken. Dann bis später. Bis dann. Du warst das jetzt aber nicht... Ich wollte dich über Murray fragen. Ach, Mann. Harry, wie sieht's bei dir aus? Was darf sein, Sir? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sicher, fragen Sie schon. Das Leihhaus, ja, Murray. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? Das macht er also auch schon hier. Ach, man hat ja irgendwie innerlich geglaubt, der Murray sei vielleicht irgendwann mal anders gewesen. Aber nein, er war schon immer so ein mieses Arschloch. So, Harry, war das jetzt wirklich alles? Gibt's was Neues, Harry? Er musste dringend weg, aber dann... Ach, Mann, verdammt. Nichts Besonderes. Ich komme später wieder. Bis dann, Mr. Gordon. Ich habe weder was rausgefunden zum seltsamen Objekt oder zur Kamera oder ich weiß immer noch nicht, wer er ist. Das ist alles blöd. Was auch immer das ist, es scheint unvollständig zu sein. Ja, der Rubin fehlt ja. Wir brauchen noch diesen Pfandschein irgendwie. Oh, überall Ecken und Enden, die wir noch lösen müssen. Brücke überqueren. Vielleicht ist er Vic rübergelaufen. Vic? Nicht da. Wir dürfen Black Mirror verlassen. Und die Kirche von Wormhill.
Ja, die super. Pfarrkirche von Wormhill. Oh, das sieht ja wirklich so aus wie in Black Mirror 2. Wie cool. Das ist stark. Ich höre schon den Totengräber, ne? Ja, ist irgendwo rechts von uns. Oh, Sam, das willst du ja jetzt nicht wirklich. Okay. Ja, lauf mal. Komm. Ja, da ist er doch. Der Totengräber. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Naja, es sieht, ne, seien wir mal ehrlich, sieht noch relativ leer aus hier bei den Gräbern. Wird sich noch summieren, ihr Lieben. Kommt noch. Oh, weia. Das ist der Totengräber. Ja, und Pater Frederick, ne? Oh, das tat mir immer so leid. Erzählen wir doch was über die Kirche. Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Ja, schon mal gut zu wissen, dass die also abgeschlossen ist. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Nachts? Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ja, der William saß eindeutig an irgendeiner Sache dran, ne? Wahrscheinlich wissen ja auch, warum und was, ne? Was eigentlich. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. Mhm. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. Ein Grab? War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier. Lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören.
Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Das wird uns wahrscheinlich nur der Pater beantworten können, aber das war wohl eine angeregte Diskussion oder eine... Das so wild fuchtendes Gestikulieren, das ist schon merkwürdig. Wo ist denn der Pater jetzt? Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Waise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Mhm. Danke. Okay, schon wieder so ein Zeitding. Oh, oh, oh. Und die Kirche? Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her, aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemandem davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Na, keine Sorge, es wird alles gut. Ja, es klingt schon merkwürdig, aber wie wir ja auch wissen, ist unter der Kirche ein Portal. Also da wird definitiv ein Portalraum sein, vielleicht noch Katakomben. Das ist irgendwann eingestürzt. Das müsste eigentlich jetzt auch schon eingestürzt sein. Naja, gut, ihr Lieben. Ich mache dann erstmal wieder Schluss für heute und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei bei Black Mirror 1. Das wäre dann morgen um 18 Uhr, wie immer. Und ja, bis dann, sei tschüss mit Ö und bis dann.